Sales Engineer bei der Firma Extreme und darf Ihnen heute circa 50 Minuten lang etwas über unsere Idee eines Netzwerkmanagement-Tools oder einer Management-Lösung erklären. Für die unter Ihnen, die sich noch nicht mit der Firma Extreme im Näheren beschäftigt haben, wir sind Anbieter von Netzwerkinfrastruktur und Softwarelösungen und unser primärer Ansatz in dieser Form ist es, einen möglichst holistischen Ansatz zu fahren, um die Anforderungen von heutigen Netzwerken gerecht zu werden. Wie Sie auf den Slide sehen können, beinhaltet unser Portfolio nicht nur die klassischen Infrastrukturelemente wie Switche, Router für den Edge, Distribution und Core-Bereich, als auch eine State-of-the-Art WLAN-Lösung inklusive momentan aktuell AC Wave 2 Standard, sondern ein wichtiger Teilbereich unseres Lösungsportfolio ist ein übergeordnetes Management, das nach unseren Augen einen möglichst kompletten Ansatz ermöglichen soll, das Netzwerk aus heutiger Sicht im Gesamten überblicken zu können. Wie Sie alle wissen, die meisten Management-Tools für Infrastruktur sind so aufgebaut, dass man mit diesen Tools reine aktive Komponentenüberwachung macht, für die Überwachung von Endgeräten, für das Monitoring von Endgeräten und für die Überwachung von Applikationen. Das Monitoring von Applikationen hat man meist unterschiedliche Tools im Einsatz. Das heißt, der Administrator eines heutigen Netzwerkes muss einen hohen Anteil an intelligenter Eigenleistung erbringen, die Informationen zusammenzufügen, die er aus den einzelnen Elementen seiner Management-Tools zusammenfügen kann. Unser Ansatz ist dahingehend, dem Administrator zur Hilfe zu gehen, ihm eine Möglichkeit zu finden, auf einer Oberfläche, auf einem Tool einen möglichst großen Bestandteil seiner Fragen, seiner Netzwerkinfrastruktur abzubilden, indem ich ihm, wir nennen das Software-Defined Architecture, ein Gesamtbild biete, das ihm sowohl die Möglichkeit gibt, die aktiven Komponenten seines Netzwerkes zu managen, als auch ein Inventory-Management durchzuführen, als auch einen Blick auf die angeschlossenen Endgeräte zu nehmen, bis hin zu der Analyse von Applikationen in seinem Netz. Wie Sie sehen, wir nennen das einfach, schnell und intelligent. Einfach dahingehend, dass wir ein einheitliches Management zur Verfügung stellen, mit dem Sie sowohl Ihr Wired- wie auch Wireless-Infrastruktur managen können, als auch einen Blick auf Endgeräte haben, bis hin zur Authentifizierung von Endgeräten, zur Verwaltung von Endgeräten und dass Ihnen auch darüber hinaus die Möglichkeit bietet, im Prinzip den wirklichen Datenverkehr im Netz zu betrachten. Es muss schnell sein, das heißt, wir haben eine hochperformante Infrastruktur in unserem Produktportfolio, die im Prinzip im Enterprise-Bereich keine Wünsche offen lässt. Wir beschäftigen uns mit den State-of-the-Art-Technologien wie Wireless, AC, Wave 2, Access Points. Wir haben hochskalierbare Switching-Plattformen für alle Bereiche eines Netzwerks und wir haben vor allen Dingen eine netzwerkbasierte Applikationsanalyse, die es uns ermöglicht, auch in hochperformanten Netzwerken Überblicke über den realen Datenverkehr zu erlangen. Intelligent in Bezug darauf, durch diesen holistischen Ansatz ist es uns möglich, dem Administrator heute viel seiner Arbeit zu automatisieren und abzunehmen. Wie ich später versuchen werde, in der Demo zu zeigen, gibt es mir die Möglichkeit, Zusammenhänge und Synergien zu erkennen in einem Netzwerk für eine Netzwerksituation, für die der klassische Administrator mit verschiedenen Tools sonst einen sehr hohen Aufwand an Eigenleistung erbringen muss, um diese Systeme miteinander in Bezug zu bringen. Extreme Network Software Lösungen
in dem Bereich umfasst eigentlich drei Elemente, Extreme Control plus Extreme IAC. Für die unter Ihnen, die sich schon länger mit der Firma Extreme beschäftigen, auch unter dem Namen NetSight und NAC bekannt. Das ist im Prinzip unsere Management-Plattform, die als Mutter für die jeweiligen Applikationen gilt und es Ihnen ermöglicht, auf einer Ebene im Prinzip eine Gesamtübersicht über das Netzwerk zu erhalten. Neu dazugekommen ist letztes Jahr Extreme Analytics, vorher unter dem unaussprechlichen Namen Purview bekannt, dass es Ihnen ermöglicht, bis auf Layer 7 eine Applikationsanalyse des Datenverkehrs durchzuführen und daraufhin Entscheidungen zu treffen, inwieweit Ihr Netzwerk funktionsfähig ist. Wir haben mit diesem Lösungsansatz eine Möglichkeit, im Gegensatz oder im Verhältnis zu unseren Marktbegleiter einen gesamten Überblick, sprich über Infrastruktur wie WLAN, wie LAN-Infrastruktur, wie Distribution, bis hin zum Datencenter über APIs, die es uns ermöglichen, auch Virtualisierungsplattformen wie VMware, Hyper-V oder Citrix in unsere Management-Plattform mit einzubinden. Das heißt, wir tauschen Informationen mit diesen Plattformen aus und haben somit nicht nur einen Blick auf den Netzwerkbetrieb vom Endgerät bis zum Datencenter, sondern auch darüber hinaus bis auf die virtuelle Maschine. Somit bieten wir in unseren Augen für ein klassisches Enterprise-Netz eine Management-Plattform, mit der man die meisten Anforderungen eines Administrators auf einer Oberfläche darstellen kann. Um das ein bisschen zu zeigen und Sie nicht mit allzu vielen PowerPoint-Slides zu langweilen, habe ich eine Remote-Demo aufgesetzt, auf die ich jetzt mal umsteigen werde. Das dauert einen kleinen Moment. Wir überbrücken die Zeit, bis die Demo gestartet ist, mit einer kleinen Umfrage. Und zwar, wie managen Sie momentan die... Jetzt müsste er wieder da sein. Wie managen Sie momentan die verschiedenen Bereiche Ihres Netzwerks? Da haben Sie 5 Antwortmöglichkeiten. Ich lasse das mal ein paar Sekunden offen. Und bevor wir dann in die Demo einsteigen, können wir uns auch noch mal die Umfrageergebnisse kurz ansehen. So, schauen wir uns mal die Ergebnisse an. Sehr wenige machen das momentan mit einem einzigen Tool, die meisten mit verschiedenen Tools von verschiedenen Herstellern. Ich glaube, das deckt sich so mit dem, was man allgemein da immer hört zu diesem Thema. Die Demo ist jetzt auch startklar und wieder an den Kollegen Andreas Helling. So, wenn es bei der Darstellung zu leichten Verzögerungen kommt, dann ist das leider der Verbindung hier über das Web geschuldet. Ich versuche, da ich auch einen Blick auf einen Zugriff habe, mit dem, was ich erzähle, möglichst nah an dem zu bleiben, was Sie auch in dem Moment sehen. Wenn man sich die Netzwerkplattform ansieht, in dem Bereich sehen Sie hier, das ist ein klassischer Blick auf eine Verwaltung von aktiven Komponenten. Das heißt, wie Sie es auch aus Netzwerken heraus kennen, habe ich eine Auflistung meiner aktiven Komponenten. Ich kann zu jedem einzelnen Switch, der hier dargestellt ist, mir eine Detailansicht für dieses System aufrufen, erstellen, indem ich Port-Stati, WLAN-Stati mir darstellen lasse, indem ich mir zum Beispiel, wenn das über SNMP abfragbar ist, und da ist auch der Vorteil von unserem System zu sehen, wir sind herstelleroffen in dem System, dass wir in der Systematik, dass wir natürlich neben unseren
eigenen Produkten auch die Möglichkeit haben, in diese Plattform Fremdherstellerprodukte mit einzufügen. Wir haben einfach aus der Erfahrung heraus gesehen, dass wir leider selten auf der grünen Wiese planen können und das gesamte Netzwerk mit unseren Komponenten vollstopfen können. Es ist leider so, dass in den meisten Situationen auch Komponenten der Infrastruktur von anderen Herstellern mit in diesem Netzwerk sich befinden. Und natürlich möchte man, auch wenn man eine gemeinsame Managementplattform hat, diese Systeme mitmanagen und mitbetrachten können. Aus dem Grund sind wir in der Lage, die Standard-MIPS und auch Private-MIPS von allen bekannten Herstellern mit auslesen zu können. Standard-MIPS sind sowieso integriert. Private kann man über MIP-Compiler nachreichen und kann sich verschiedene Funktionalitäten zu den einzelnen Systemen machen. Um das mal zu demonstrieren, kann man zum Beispiel aus dem System heraus von einem System einen direkten Backup machen. Muss ich einen Moment warten, bis das soweit ist. Das heißt, ich kann hier aus dem System zeitgesteuert oder per Hand Konfigurations-Downloads zu machen, um Systeme mir anzugucken. Ich habe die Möglichkeit, verschiedene Konfigurationsstufen, die ich in meinem Server abgelegt habe, von mit verschiedenen Zeitstempeln direkt miteinander zu vergleichen, um mir im Prinzip Informationen über meine Konfiguration abholen zu können. Dasselbe kann ich mit Firmware machen. Ich kann aus dem System heraus zeitgesteuert Firmware-Updates fahren. Das heißt, wenn man, wie einige Kunden von uns, zweimal im Jahr kurz den eingebundenen Switch zeigen. Juniper. Ich sehe gerade eine Frage, möchte jemand den Juniper-Switch zeigen? Da es eine Remote-Demo ist, kann ich nicht garantieren, dass er vollständig, wie ich ihn haben möchte, eingebunden worden ist. Wie man hier sieht, ist das grafische Interface nicht hinterlegt, aber im Prinzip können wir alle Informationen auslesen, die uns über SNMP, über die Standard-MIPS generierbar sind. Wenn wir tiefer in die Systeme steigen wollen, wie WLAN-Konfiguration oder ähnliches, müssten wir die passende MIPS von Juniper einlesen und im Prinzip darüber eine Darstellung machen. Auch Alarm-Event-Management kann ich zeigen, was zum Glück nicht sonderlich umfangreich ist, aus dem ganz einfachen Grund, weil es recht stabil läuft, das Netzwerk. Aber auch hier habe ich die Möglichkeit, im Prinzip Konfigurationsstände runterzuladen, Konfigurationsstände zu vergleichen. Ich habe die Möglichkeit, ein Alarming draufzusetzen, dass ich sage, falls sich in der Konfiguration etwas ändert, werde ich sofort verständigt und im Prinzip kann die Systeme vergleichen. Wenn ich eine Authentifizierung der Nutzer von den Switchen habe, kann ich diese Zeitstempel auch mit Nutzernamen versehen und somit im Prinzip klar zu sehen, wer welche Änderungen durchgeführt hat. Wie man hier sieht, in der normalen Darstellung habe ich verschiedene Variationen, wie ich mir die einzelnen Systeme auf meiner Tabelle darstellen lassen kann. Sind wir schon da? Ja, müsste ungefähr da sein. Das heißt, dieser Zugriff, dieser Webzugriff zum Management ordnet automatisch, basierend auf den Informationen, die ihr kriegt, die Netzwerkkomponenten schon an. Das heißt, er erstellt eine Liste über alle Netzwerkkomponenten. Er nimmt dieselben Netzwerkkomponenten und versucht sie nach verschiedenen Gruppen zu sortieren. Das heißt, Device-Type, soweit er ihn erkennt, kann er einteilen, dass man hier sehen kann, wo er sie in die verschiedenen Ebenen schon sortiert und ich gezielt danach suchen kann. Das Kontaktfeld aus dem SNMP-Field, wenn ich hier Namen vergeben habe oder Zuweisung, E-Mail-Adressen, wird eine automatische Sortierung zugefügt oder nach IP-Adresse oder nach Lokation im Lokationsfeld. Somit habe ich im Prinzip eine immer wieder Neuanordnung meiner Systeme, je nachdem, welche Fähigkeiten oder welche Gruppierung von Systemen ich jetzt direkt zugreifen möchte. Wie man hier unten sieht,
ist es auch sehr einfach, eigene Gruppierungen von aktiven Komponenten zu erstellen. Wenn Sie sagen, ich möchte gerne alle Komponenten auf einmal betrachten können, die in einem spezifischen Core-Element sind, oder ich möchte bis hin zu Uplink-Ports von einzelnen Switch-Gruppen, die ich näher betrachten möchte, kann ich mir hierüber sehr einfach neues Grouping erstellen und habe so die Möglichkeit, auch mit Namen versehen, mir unterschiedliche Darstellungsformen abzuspeichern. Wer eine tabellarische Form nicht mag, auch hier habe ich immer wieder die Felder, die Möglichkeit, in den Feldern im Prinzip mit Filtern zu arbeiten und eine Neusortierung der Systeme vorzunehmen, um möglichst schnell an das Element zu kommen, das ich hier im Prinzip einsetze. Wer mehr auf den grafischen Start oder auf den grafischen Blick der Systeme für den Gesamtübersicht adaptiert ist, für den haben wir eine Möglichkeit der grafischen Darstellung. Das heißt, wir haben ein dauert einen Moment da, jetzt baut sich's auf. Wir haben ein Mapping hinterlegt, mit dem ich zum Beispiel auch Bitmaps hinterlegen kann, Gebäudepläne, alle Arten von Hintergrundinformationen. Darauf kann ich meine Switche lokalisieren. Wir machen eine Abfrage basierend auf LRDP oder ähnlichen Protokollen, um hier eine aktive Linkdarstellung zu bekommen. Das heißt, Links werden je nachdem nach den Informationen von LEDP automatisch angeordnet. Sie sehen, hier ist ein LAG konfiguriert. Das dauert einen Moment. Jetzt sind wir da. Da unten sieht man einen LAG, der konfiguriert ist. Das heißt, jeder einzelne Link, der über LEDP zum Beispiel wahrgenommen wird, wird hier aktiv in die Systematik eingepunkt. Und wenn Sie aus der Administration kommen, Sie kennen das Problem, Sie haben einen redundanten Link zwischen mehreren Systemen. Der aktive Link fällt aus und erst dann wird Ihnen klar, dass der redundante Link entweder nicht mehr existiert oder auch nicht funktionsfähig ist. Hier wird eine Überwachung aller Links, auch mit dem passenden Alarming. Das heißt, ich habe die Möglichkeit zu sehen, welche Links aktiv sind, von welchem Port zu welchem Port, welcher Link ist, um hier direkt auf Störungen einzugehen. Des Weiteren hat man die Möglichkeit, ein WLAN-Overlay zu machen, das heißt, sich anzeigen zu lassen, welche WLANs auf welchem Switch aktiv sind. Das dürfte hier in die Hose gehen, weil in so einer Demo-Umgebung ist meistens nur auf einem oder auf zwei, in dem Fall auf einem Switch, dieses WLAN konfiguriert. Dauert. So, jetzt haben wir. Aber in einer Netzkonfiguration, die realistisch wäre, könnten Sie hier somit verfolgen, über welche der Switche welches WLAN gelegt ist und dann tiefer in die WLAN-Aufteilung zu gehen, um zu gucken, welche Links dort, da und so weiter verbunden sind. Das heißt, die klassischen Management-Funktionen, die Sie von einem Device-Management kennen, sind in dieser Plattform abgelegt. Wenn man hier oben auf die obere Leiste geht, sieht man, dass wir... Sind wir da? Jetzt kommt die Maus. Sieht man, dass wir das aufgeteilt haben zwischen dem aktiven Komponenten, das heißt alle Komponenten, die ich über SNMP einfügen kann. Das beinhaltet nicht nur Switche, Router, das kann genauso gut auch Server beinhalten, über die ich über die MIP zum Beispiel Speicherstand, Speicherauslastung, Festplattennutzung und so weiter hier in die Systeme mit integrieren kann und somit natürlich auch einen Indikator habe, falls in meiner Serverumgebung Probleme stattfinden. Im oberen Tab sieht man auch, dass wir uns bemüht haben, auf derselben Plattform unsere Wireless-Infrastruktur zu integrieren. Das heißt, ich habe auf einen Blick, auf einer Plattform sowohl das Management der Switching, Routing, Serverkomponenten als auch das Management meiner Wireless-Infrastruktur. Das heißt, man sieht über Clients aktive Access Points, Fehlermeldungen bis hin zu historischen Erfassungen von Bandbreite, von Clients pro Protokoll, wer über was, wie und wann angemeldet sind, ob man irgendwelche aktiven Komponenten oder nicht aktiven Komponenten hat.
die mir hier irgendwelche Störungen machen, bis hin zum Wireless Intrusion Detection System. Das heißt, auch hier kriege ich Meldungen mit, ob ich sogenannte Rogue APs, Man in the Middle, Störungen in dem System habe. Man kann das System so weit tunen, dass im Prinzip fremde Access Points in ihrem Hoheitsbereich automatisch bekämpft werden, abgeschaltet werden oder nur angezeigt werden. Natürlich habe ich auch die Möglichkeit, mir detaillierte Informationen zu den einzelnen Controllern, zu den einzelnen Access Points darstellen zu lassen, in der Form, dass ich mein Listing hier habe, IP-Adresse, MAC-Adresse, welchem Controller dieses System zugeordnet ist, was für ein Gerätetyp Sie hier zur Verfügung haben, welche Channels ausgeworfen werden, Bandbreitennutzung und ähnliches, und kann natürlich von hier direkt mit in derselben Form wie auch über einen Switch mir mehr Informationen zu diesem einzelnen Access Point ansehen, um über eine schnelle Information zu dem System zu kommen. Wenn ich mehr auf der grafischen Oberfläche Mapping, das hatten wir eben für die aktiven Komponenten, habe ich auf derselben Plattform die Möglichkeit, auch meine Access Points auf einem Gebäudeplan zu lokalisieren. Das heißt, in einem anderen Tab kann ich mir meine Access Points darstellen lassen, kann Wanddichten definieren oder kann bestehende EKHAU-Ausleuchtungen im Prinzip hiermit integrieren, die mir aktive Informationen über die aktuelle Situation der Access Points geben, über die aktuelle Situation der auszustrahlenden Radios. Und ich habe natürlich hier die Möglichkeit, mir auch zum Beispiel eine Ausleuchtungswahrscheinlichkeit anhand der aktiven Werte der Systeme zu sehen. Und Sie sehen hier, man kann und die einzelnen Modis, man kann sich die einzelnen Radiobänder angucken, man kann einzelne Access Points nehmen oder im Prinzip hier auf die Ebene der einzelnen Empfangssensitivität gehen. Leider in einem Lab hat man vergessen, den Wänden die passende Dicke zuzuweisen. Insofern strahlt der Access Point fröhlich durch die Gegend. Hätte ich das Ganze aufgebaut, hätte ich diese Wände als Außenwand definiert, dann würde man sehen, dass die Ausbreitung basierend auf der Berechnung der Energiemenge der Radios und den Wanddicken hier grafisch etwas anders dargestellt wird. Aber das ist auch eine Möglichkeit, wie ich eine Ausleuchtung oder eine aktuelle Beleuchtung eines Systems definieren kann, bis hin zu User-Lokation basierend auf der Map, dass ich mir anzeigen kann, an welchem Standort sich zum Beispiel ein aktiver User befindet. Wenn man mal probiert, ob die Person in Amerika momentan im Labor sitzt, sollte er mir zumindest anzeigen, wie man hier sehen kann, wie die Aufenthaltswahrscheinlichkeit des Systems ist. Das dauert bei Ihnen ein bisschen. Jetzt sollte man den Access Point, an dem er aktuell angebunden ist, sehen. Und einen Moment später sieht man, wo das System in letzter Zeit gemessen wurde. Das heißt natürlich, da hier nur die versucht wird, die Empfangssensitivität von mehreren Access Points zu diesem Endgerät zu triangulieren, habe ich keine hundertprozentig exakte Anzeige dieses Systems. Das kann man durch aktive Beacon noch bis auf 3 Quadratmeter herunter Genauigkeit machen. Aber damit habe ich eigentlich auch schon zu einem Punkt gekommen, und zwar, was ich bis jetzt gezeigt habe, ist primär ein Management aktiver Infrastruktur. Wenn Sie an Ihr heutiges Netzwerk denken, wird es für Sie immer wichtiger, nicht nur die Infrastruktur zu sehen, sondern auch zu sehen können, wer nimmt an meiner Infrastruktur teil und mit was nimmt er an meiner Infrastruktur teil. Das heißt, wir haben heutige Authentifikationsmechanismen wie LDAP oder 802.1x Radio-Authentifizierung, die uns Informationen geben können über
wo sich räumlich ein aktiver Nutzer, ein aktives Endgerät befindet, sei es im LAN oder im WLAN. Diese Information auf einer Ebene zusammenstellen, kann uns natürlich massiv helfen, indem wir bei einem Fehlerfall, in einem Helpdesk-Fall, eine schnelle Zuordnung von Systemen bezogen auf unser Netzwerk treffen können. Wir haben heute die Problematik, die Sie früher nicht hatten, dass Sie in einem Netzwerk mit WLAN Nett. Hier hat sich was aufgehängt. Das ist der berühmte Vorführeffekt. Ich liebe. Während wir die Demo wieder neu starten, würde ich sagen, überbrücken wir die Zeit mit einer nächsten Umfrage. Sie sollten jetzt auf Ihrem Screen wieder eine Frage sehen, und zwar: Setzen Sie bereits eine Identity and Access Management, auch als NAC-Lösung bekannt, ein? Dann haben Sie wieder 4 Antwortmöglichkeiten. Die lassen wir noch mal ein paar Sekunden offen und dann schauen wir uns noch mal die Umfrageergebnisse an. So, dann sind wir auch schon hier und da sehen wir den größten Balken ganz unten, beantwortet mit Nein. Also die meisten setzen noch keine NAC-Lösung ein, gefolgt von Ja für die komplette Infrastruktur und dann noch die beiden anderen Antworten mit kleineren Prozentzahlen. So, und ich höre gerade, wir haben die Demo wieder zum Laufen gebracht. Müssten Sie jetzt auch gleich wieder auf Ihrem Screen sehen können. So, muss mich dafür entschuldigen. Das ist eine Verbindung auf ein Demo-Kit in London. Und wenn man eine Zeit lang mit dem Firefox offen hat, scheint sich hier ein Problem zu arbeiten. Ich hoffe, das passiert mir in meiner Umgebung nicht. Aber ich versuche wieder in den Speed mit reinzukommen, wo ich war. Wir hatten im Prinzip ein Management der aktiven Komponenten in unserem Netz. Wenn Sie sich eine heute Netzwerkinfrastruktur angucken, dann haben Sie nicht mehr wie früher eine klar definierte Anzahl von Endgeräten, die an einem klar definierten Ort platziert sind, sondern Sie haben sehr viel mehr mobile Endgeräte, seines Laptops, seines Smart-Tabs, seines Smartphones, seines mobile Barcode-Scanner, IP-Telefone, die mit Mitarbeitern von Raum zu Raum ziehen. Das heißt, Sie haben eine Fülle an Endgeräten, die heute mobil in Ihrem Netz unterwegs sind. Diese Endgeräte zu verwalten, ist eine Sisyphus-Arbeit. Informationen über diese Endgeräte zu inventorisieren, ist ein enormer Aufwand. Aus meiner Zeit als Techniker weiß ich, wie effektiv in vielen Netzwerken über Excel-Sheets mit Bleistift pro Switchport ein Endgerät eingetragen wird, was dann dazu führt, wenn man ein Problem hat und auf diese Liste guckt, ist, dass die Portbelegung des Switches seit 3 oder 4 Jahren sich 6-mal geändert hat, die Einträge aber nie. Insofern ist es immer ein Kreuz, in einer Fehlersituation einen schnellen Zugriff auf das System zu finden. Noch dazu, aus Ihrer eigenen Erfahrung werden Sie sagen, wenn der klassische Nutzeranruf ankommt, mein Netzwerk ist langsam, ist die erste Frage des Administrators immer Nutzername, IP-Adresse, MAC-Adresse. Bei 1, das klappt noch, bei 2 wird es schwierig und bei 3 scheitern schon viele Kundenanfragen. Das heißt, es kostet mich in einem Fehlerfall Zeit und Mühe, überhaupt den
Fehlerverursacher oder das Problem zu lokalisieren, weil ich nur sehr schweren Zugriff auf die Lokalisation der Endgeräte habe. Wenn man eine NAC oder Identity and Access Lösung im Einsatz hat, sammelt NAC die Information über sämtliche Endgeräte, die in dem Netz sich befinden, mit Hinblick auf die aktiven Komponenten, an denen sie angeschlossen sind, bis auf Port-Ebene, bis auf Access-Point-Ebene. Wenn ich beides, wie bei uns, in einer Plattform darstellen kann, kann ich diese Informationen mit den Informationen über die aktiven Komponenten verschränken. Das heißt, ich besitze die Informationen, wer sich mit was, wie, wann und wo in meinem Netzwerk befindet. Anhand aller dieser Informationen kann ich nicht nur Suchraster betreiben, sondern ich kann auch Entscheidungen darauf treffen. Wie man hier sieht, das ist eine Darstellung von dieser Demo-Umgebung, auf der ich auf einen Blick sehen kann. Auf einen Blick sehen kann, wie ist der Status der angeschlossenen Geräte? Habe ich hier irgendwelche Fehler? Wer ist abgemeldet worden? Wie haben sich die Systeme angemeldet? In einem real existierenden Netzwerk werden Sie nur sehr schwer eine Infrastruktur schaffen können, in denen alle Geräte auf die gleiche Weise sich angemeldet haben. Das heißt, 802.1x ist eine schöne Lösung, ist aber auch in der Realität in Netzen selten zu 100% durchzuführen. Das heißt, Sie werden eine Mischung aus Radius authentifizieren, 802.1x, aus MAC authentifizieren, aus Gästezugang über WLAN oder LAN haben. Das heißt, die Lösung sollte in der Lage sein, alle diese Informationen zu speichern. Und wie Sie hier sehen können, sehen wir nicht nur, wer sich anmeldet, sondern wir sehen auch, mit was für Systemen sich angemeldet wird. Über die Anmeldeprozedur und unsere Lösung haben wir die Möglichkeit, bis auf Betriebssystem-Level hinunter zu sehen, welche Systeme sich in dem Maße anmelden. Und wie sich das für eine Demo-Umgebung gehört, ist leider der Apfel-User hier sehr weit vertreten. Aber natürlich kann ich hier auch, genauso wie ich es in meinem mit einem Endgerät habe, virtuelle Maschinen wahrnehmen und die Informationen mit dem System austauschen. Wenn man sich die Liste von Endsystemen ansieht, kann man sehen, dass wir je nachdem, wie die Anmeldeprozedur durchgeführt wird, über die Systeme Minimum, MAC-Adresse, IP-Adresse, Hersteller, MAC-Adresse, Gerätenamen, Device-Type, Device-Typ bis zum Username, wenn es eine Nutzername-Anmeldung gab, je nachdem, wie ich das System konfiguriert habe, aus dem System auslesen und genauso Switch-IP, an welchem Switch er sich momentan befindet, wie er sich angemeldet hat, ob er sich korrekt angemeldet hat, eventuell, wenn er ein Regelwerk zugewiesen gekriegt hat, was er damit machen kann. Alles das kann ich im Prinzip über die Listing sehen und natürlich auch hier filtern. In einer normalen Netzwerkumgebung habe ich natürlich bei dem Einsatz von solchen Tools mehrere hundert oder mehrere tausend Endgeräte, die ich hier verwalten will. Das heißt, im Fehlerfalle oder in der genaueren Betrachtung sowas dann zu finden, ist unnötig oder ist natürlich ähnlich aufwendig, wie in irgendwelchen Listen zu arbeiten. Aus dem Grund haben wir die Möglichkeit, über das ganz normale Suchfeld, ich warte, bis meine Maus da angekommen ist. Da ist sie. Im Prinzip nach Parametern suchen zu können, wie dem Nutzernamen, wie einer IP-Adresse oder wie einem Standort, um im Prinzip aus unserer Datenbank heraus versuchen zu wollen oder unsere Datenbank heraus Informationen zu diesen Endgeräten finden zu können. Das heißt, ohne dass ich mehrere Tools abfrage, in Listen gucke, stellt mir das System automatisch alle Informationen zur Verfügung, die für dieses Endgerät, mit diesem, in dem sich dieser Nutzer angemeldet hat, zur Verfügung steht. Das heißt, in dem Falle ist es ein iPad von einem Herrn Larry, das über einen spezifischen Access Point angemeldet worden ist.
der an einem Controller hängt. Wenn ich Authentifizierung mache, könnte ich auch sehen, an welchem Access Point dieser Access Point hängt. Das heißt, ich habe im ersten Schritt eine grafische Darstellung mit Zusatzinformationen über die Endgeräte zur Verfügung, die ich hier sofort dargestellt bekomme, und zwar automatisch generiert. Ich kann in Details gehen zu diesem System und kann mir in Echtzeit-Polling zum Beispiel Informationen über mein Wireless-System an dem der jeweilige User in dem Moment mit diesem System hängt, abfragen lassen. Das ist ein System, was je nach Polling-Intervall alle 10 bis 30 Sekunden im Prinzip meine realen Werte abfragt. Somit habe ich die Möglichkeit bis hin zur RSS, also momentan Wahrscheinlichkeit oder momentan Empfangssensitivität des Endgeräts aus Sicht des Access Points heraus zu erkennen, ob er einen Zugang hat oder ob er einen guten Zugang hat. Ich sehe, wie viele Clients an diesem Access Point sind. Ich kann hinuntergehen bis zu der Radioauslastung pro Radio, Input, Bandbreite und ähnliches. Das heißt, das sind Informationen, die mir das System basierend auf dem Punkt, dass ich in einer zentralen Datenbank sowohl die Informationen über meine aktiven Komponenten als auch die Informationen meiner Endgeräte kopple, direkt zur Verfügung stellen kann. Und ein weiterer Vorteil, gerade im Hinblick auf Management von Netzwerken, was häufig fehlt, ist eine Möglichkeit, historische Daten sichtbar zu machen. Sie kennen das Problem, Nutzer ruft an, mein Netzwerk ist langsam, Frage des Administrators, jetzt gerade, nein, heute Morgen. Administrator sagt, vielen Dank für den Anruf, melde dich wieder, wenn du ein Problem hast. Hintergrund ist, es ist sehr schwer, aus dem Verlauf heraus oder aus historischen Daten heraus zu sehen, ob man in einer vorherigen Stunde, am vorherigen Tag, zu einem Zeitintervall eventuell die Möglichkeit hat, hier Informationen abzufragen. Dadurch, dass wir auf derselben Management-Plattform auch historische Daten sammeln, das heißt Bitcounter, Ermont-Statistiken bis hin zu Netflow-Statistiken, wenn das zur Verfügung steht, oder wie wir es noch sehen werden, Applikationsinformationen, habe ich die Möglichkeit, hier auch eine historische Forensik zu betreiben. Das heißt, ich kann im Monitoring zurückgehen und kann sehen, ob zu dem Zeitpunkt, wo für den Kunden gefühlt seine Netzwerkinfrastruktur nicht den Anforderungen entspricht, ein Vorfall zu lokalisieren ist, um hier genauer darauf einzugehen und mit meinem Alarmmanagement oder Ähnlichem zu vergleichen. Das heißt, ich sehe hier zum Beispiel die Historie für den Access Point, was den Datenvolumen angeht, und kann das Ganze erweitern bis, wenn ich es so möchte, bis zu den Informationen vom einzelnen Client, inwieweit, wann er angebunden war, wie war seine Empfangssensitivität und Ähnliches. Netterweise ist Larrys iPad liegt auf dem Schreibtisch im Labor, wo diese Demo aufgesetzt wird. Insofern ist seine Anbindung relativ stabil. Wenn die Person oder wenn das Gerät sehr viel mehr wandern würde, würden sie hier auch unterschiedliche Empfangssensitivität gehen. Das heißt, ich habe nur mit dem Namen, mit der Eingabe des Nutzernamens sowohl sein Gerät aufgerufen, als auch Informationen über die aktuelle Anbindung des Geräts, als auch Informationen, wenn ich das Ganze an einem Switchport gehabt hätte, über den Switchport, Ermont-Statistiken, Netflow-Statistiken zu diesem System. Und ich kann das Ganze auch in einer anderen Form dargestellt haben für die Helpdesk-Umgebung, die mir alle Systeme zusammenfügt. Und wenn ich wieder bei dem Punkt angelangt bin, Synergieeffekte zu sehen, wenn man hier nochmal eine Gesamtdarstellung der Informationen, den eigentlichen Fingerprint dieses Users mit Informationen über seine Anmeldung, mit Informationen über das physikalische Gerät, was es ist, Lokationsinformationen, die ich auslesen kann, wie das gesehen ist, kann ich, wenn ich das möchte, mir sogar einen Blick in die Applikation sehen, die der Nutzer in dem Bereich gemacht hat. Und zwar, das wäre der nächste Punkt. Wir haben Endgeräte, das ist die eine Seite der Infrastruktur. Wir haben die aktiven Komponenten. Und was uns noch fehlt, ist ein Blick auf den eigentlichen Netzwerktraffic,
so wie er dasteht. Das heißt, mit der Integration unserer Applikationsanalyse, mit dem Extreme Analytics oder sogenannten Purview, wie es momentan noch heißt oder mal hieß, da bin ich mir immer nie so ganz sicher, wie lange das noch so heißt, auf jeden Fall soll es Extreme Analytics sein, habe ich eine Möglichkeit, mir eine Information über Applikation mit Applikationsfinder bringt zu machen. Das kann ich bis runter auf den Nutzer brechen. Das muss ich natürlich, gerade wir in Deutschland sind immer sehr, was Datenanalyse angeht, sehr vorsichtig in Bezug auf Recht für Information und Freiheit der Daten. Ich habe hier die Möglichkeit, in diesem System Protokolle komplett zu anonymisieren. Ich habe die Möglichkeit, meine Fingerprints dahingehend zu modifizieren, dass ich mir nur spezifische Applikationen ansehe, um hier festzustellen, wie sieht es mit Verbreitung einzelner Clients aus oder wie sieht es mit Verbreitung einzelner Server-Applikationen aus in dem Bereich. Das heißt, ich habe die verschiedensten Möglichkeiten der Darstellung von meinen Applikationen über den Bereich. Was man hier sieht, ist ein mitgezogener, mitgetracter Ausschnitt aus einem Stadionbesuch. Wie Sie vielleicht wissen, sind wir auch Ausrichter, WLAN-Betreuer von den meisten NFL-Stadions in Amerika inzwischen. Das heißt, das ist ein Mitschnitt von einem Spiel Boston. Und wie man hier sieht, ist eine rege Benutzung von Facebook zum Beispiel zu sehen oder anderen sozialen Netzwerken. Und ich könnte hier im Prinzip dann, habe ich die Möglichkeit, auf diese Applikation zuzugreifen und zu sehen, wie ist die Verteilung, welche Mitteilnehmer haben an dieser Applikation teilgenommen. Ich kann sogar so weit gehen, weil uns diese Informationen mitgeliefert würden, wie ist die Information oder die Antwortzeit auf der Netzwerkebene, wie ist die Antwortzeit auf der Applikationsebene von einzelnen Applikationen. Das gibt mir den Vorteil, dass ich zum Beispiel in einem real existierenden Netz sehen kann, habe ich eventuell bestimmte Applikationen, die in der Cloud lokalisiert sind, die durch Verbindung mit Maria momentan Probleme haben. Oder habe ich im Prinzip in meiner virtuellen Serverfarm einzelne Maschinen, die mit sehr viel längeren Antwortzeiten als andere unterwegs sind, um eventuell einen Fehler, der sich in einem Netz darstellt und nur sehr schwer zu triggern ist, so weit runterbrechen kann, dass ich sagen könnte, okay, ich gucke mal auf der virtuellen Umgebung, gucke mir die Applikation an, ob die eventuell gefühlten Netzwerk Problematiken nicht mit dem Server direkt zusammen haben oder habe ich langsame Netzwerkantwortzeiten, was wieder daraufhin zurückschließen würde, dass in meiner Netzwerkinfrastruktur Probleme vorherrschen. Ich habe die verschiedensten, und da langt uns leider heute nicht die Zeit, Möglichkeiten, einzelne Applikationen zu betrachten, das heißt Antwortzeiten über Zeit, das heißt Verfügbarkeit, das heißt, wie viele Nutzer sind auf einer Applikation tätig. Ich kann mir über eigene Reports eine grafische Darstellung einzelner Elemente zeigen lassen, die ich mir hier festmache, indem ich einfach eigene Reports erstelle über unseren Report Designer, der mir sehr einfach im Prinzip ermöglicht, hier neue Reports zu generieren, indem ich einfach festlege, wie viel ich dargestellt habe, welche Seiten ich dargestellt habe. Indem ich einfach auf die Schnelle mal so einen Report erstelle, kann ich hier festlegen, wie viel Darstellung, wie viel Reihen ich habe und kann dann im Prinzip, wenn das System steht, aus der Liste der Komponenten mir einzelne Systeme einfach anordnen, um einen schnellen Überblick über die einzelnen Elemente zu bekommen. Wenn man das Ganze dann abspeichert,
bekommt man einen Screen, den ich jederzeit wieder aufrufen kann, der mit der Liste meiner Reports auftaucht, um so eine, mit einer schnellen Reaktion mir meine Oberfläche in sehr einfachen Form zu customizen, um das zu sehen, was ich eigentlich in dem Prinzip sehen möchte. Das heißt, um zu rekapitulieren, weil ich sehe, wir rennen ein bisschen aus der Zeit heraus, ich habe die Möglichkeit, auf einer Plattform mir eine Gesamtübersicht über meine Netzwerkinfrastruktur, über meine Endgeräte, über meine Applikationen zu schaffen, die so auf dem Markt von unseren Marktbegleitern nicht dargestellt werden kann. Und das nicht nur mit Extremkomponenten, sondern auch habe ich die Möglichkeit, Fremdhersteller zu integrieren. Das war ein schneller Überblick.